Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 7, zweite Mission der Waldelfen der Silvane. Wir haben beim letzten Mal fatale Fehler begangen. Ich habe alle meine Truppen verloren, fast, aber dafür habe ich herausgefunden, wo Städte sind, die ich erobern kann. Die ich erobern werde. Die könnten auch per Schiff rumreisen. Egal, wir brauchen jetzt erstmal ganz dringend hier diese Stadt. Sonst geht da gar nichts. Der Gegner ist sehr aktiv und sehr gut dabei. Ah, leider kann ich nichts daran ändern. Und das will sich ja absolut keiner anschließen? Das ist ja eine Frechheit. Ihr solltet euch mir anschließen. Jetzt muss ich hier gegen eine gute Truppe an Dunkelelfen antreten, aber zum Glück habe ich hier einen Magier. Okay. Kampf um die Stadt. Ich sollte mich in eine Ecke verziehen. Keine Mauer vorhanden. Deswegen mein Belagerungsgerät unnütz. So, Hauptsache mein Magier kommt zum Zug. 40 bis 240. Okay, töte, bitte. Yes. Töten. Yes. Und nochmal. Puh, gut. Alles cool. Ich verliere zwar eine Einheit, aber das sollte es auch. Dabei sollte es auch bleiben. Wunderbar. Töten. Ah, diesmal nicht, wie es scheint. Aber den darfst töten. Gut, du darfst nochmal weiterhin töten. Schön, dieser Doppelschuss. Immer wenn eine Einheit wenigstens stirbt bei einem Angriff, darfst du nochmal. Okay, dann stirbt, glaube ich, noch eine, oder? Mit etwas Pech, ja. Ja, es stirbt noch eine. Bam. Sehr gut. Und den töten wir jetzt. Hopp. Ah, geht schon. Ah, fast. Das ist super, hohe Moral. 22er Moral. War in Ordnung. War absolut in Ordnung. Jetzt haben wir eine Stadt. Stadtportal geht noch nicht. Taler Dingsbums. Puh, Gold. Geil. So, der Nachteil daran ist, dass ich jetzt alles sehe, dass hier lauter Gegner rumgeistern. Die brauche ich ja nicht unbedingt. Wehrtürme, wo ist das Stadtportal? Stadtportal? Stadt, Stadtportal? Da! Okay, das brauche ich dazu. Gut. Jäger. Ah, diesmal kriege ich wieder keine Meistereinheit hier zumindest. Aber das ist irrelevant. Ich brauche sowieso bloß meine Fernkämpfe. Das würde schon reichen. Neue Zauber genannt? Malassas Versuchung. Okay. Okay, kann man machen. Noch nicht.
Was mache ich jetzt? Achso, ich muss ein Stadtportal bauen eigentlich. Ach, sonst komme ich hier nicht weg mit Mann. Oder zurück, wie man es nennen will. Tja, dann Richtung hier brauche ich alles eigentlich. Ja, ich könnte hier... Ja, das werde ich auch machen. Ich brauche hier anscheinend die besonderen Ressourcen. Oh, ich hätte auch Gold bauen können. Nein, hätte ich nicht. Dafür fehlt das Holz. Ah, scheinbar muss ich doch mit denen schon mal los, weil ich brauche die Ressourcen. Und dazu sind die im Weg. Und die wollen sich nicht anschließen. Wollen sich immer noch nicht anschließen, aber wenigstens sind sie jetzt trivial. Trivial. Gut. Erstmal die Ressourcen, das ist das Wichtigste für den Anfang. Seltsame Tiermenschen. Was für ein Name. Okay, das wird interessanter. 5. Oh, was? Nein, das kann nicht sein. Das, so kann das nicht ausgehen. Nee, nicht mit einem Magier. Ich bitte euch. Ein Magier würde niemals so zu Ende gehen. Einmal Tsunami und alles ist weg. Leider haben wir kein Tsunami. Aber ähnlich geiles. Seid ihr immun gegen Mal? Gegen Blendeffekte? Oder ist es ein Erdeffekt vielleicht, das Mal? Oh ja, das ist schlecht. Das ist auch zu wenig. Bam! Töten! Töten! Ich sagte doch, als Magier ist es kein würdiger Ausgang. Kein realistischer Ausgang, wenn ich hier verliere. Bam und bam. So, gut. Damit kann man schon mal was anfangen. Ja. Zum Beispiel eine Stadthalle bauen. Neue Woche beginnt. Jetzt brauche ich halt diese sonderlichen Ressourcen. Um irgendwie weiterzukommen. Das Problem ist, ich brauche von jeder eins, um dorthin zu kommen. Und dann Stadtportal. Oh, nochmal Kristalle. Diebesgilde wäre interessant zu wissen. Klingentänzer. Könnte ich mir leisten. Sind aber sehr teuer. 15 Steine. Das brauche ich gerade noch nicht. Ich baue eine Diebesgilde. Ich möchte einfach Informationen. Ah, wir haben also bloß den Roten als Gegner. Das ist schon mal eine wichtige Information. Dann schauen wir uns gleich mal seinen besten Helden an. Er hat 3 Städte, 4 Helden. Na, ist okay. Dann sehen wir genau das, was auch wirklich der Plan ist, oder was hier so abgeht. Von Zeit zu Zeit lassen die Wolken die Mondbetrachter gewähren. Jo? Verzeiht, habt ihr mit mir gesprochen? Nein, ich habe den Vollmond bewundert und er hat mich an ein Gedicht meines Vaters erinnert. Ich verstehe. Ist das traditionelle Poesie aus Irolan? Es klang ähnlich wie ein Haiku der Naga. Wir lehrten sie die Kunst des Schmiedens von Sternsilber. Warum dann nicht auch die Kunst der Poesie? Oder sie lehrten sie euch? Die Naga. Werden wir die Naga noch in einer Erweiterung antreffen? Das wäre doch was. So, ja, ich könnte es mir immer noch... Ich könnte immer noch Klingentanzterrasse machen. Ich hätte lieber das da, aber dazu bräuchte ich erst die Ressourcen und die habe ich noch nicht.
Ja, das kostet Kristall. Das kostet das. Gut, dass ich den mystischen Teich ausgewählt habe. Das andere ist ja alles sinnlos. Na gut, bauen wir das. Das ist das Einzige, was gerade im Moment Sinn macht. Ein paar Kämpfer noch dazu. Why not? Die helfen mir hier ein bisschen die Insel aufzuräumen. Müssen wir wohl so machen. Okay. Das sind triviale Truppen. Die machen wir mal platt. Gut. Wohin führt das mich? Das führt mich runter zu Hundis. Das ist aber nicht sehr viel. Ich könnte auch auf andere Inseln gehen, ja? Da liegen zum Beispiel einige Ressourcen rum, die ich... Oh ja, die ich sehr gut... Ich sollte auf die Insel mal rüber. Mach mal den Rundweg zu... Leuchtturm ist auch nicht schlecht. Mach mal den Rundweg. Und derweil brauche ich das Stadtportal, sonst kriege ich meinen Typen nicht runter von der Insel. Das sind auch Ressourcen, die ich gut gebrauchen kann. Keine Verluste sind gute Verluste. So, dass ihr euch nicht anschließen wollt, ist schon traurig. Gut. Ah, jetzt geht er aufs Schiff. Jetzt wird's gefährlich. Besonders jetzt müsste ich die andere Insel einnehmen. Beziehungsweise die Stadt. Oh, ja, dann mitkommen. Mitkommen, ja, kommt mit auf die Insel. So, das war das. Okay, der haut jetzt ab und schippert irgendwo hin. Das Traurigste... Oh, und der schippert auch. Oh, nee, die holen jetzt sich die Schätze hier oben. Auf dem Meer gibt es nämlich einige Schätze. Zum Beispiel das dort oben. Und ich möchte auch diese Schätze. Wir haben ein paar Kristalle gerade bekommen, wie es scheint. Das ist nicht schlecht. Das Stadtportal könnte ich mir dann schon leisten. Wenn ich noch eins bekäme... traden ist jetzt zu teuer noch. Beides unnütz. Also es bringt mir keine entscheidenden Vorteile jetzt in dieser Situation. Deswegen einfach warten. Komm schon, ich brauche eine Magiegilde Stufe 2. Erst dann geht's weiter. Wenigstens ist mein Gold recht gut. Blinde Maid. Ja, Gold. Na, es gibt einen Rückweg. Okay, okay, okay. Ja, Magiegilde. Was hast du eigentlich als... Oh ja, Wasser. Das ist schön. Mhm. Schön. Das Grausamste wäre, wenn jetzt hier ein roter Gegner ankäme. Ja, ich könnte mir ein Schiff bauen, rein theoretisch, oder? Was kostet denn so ein Schiff? 10 Holz, 1000 Gold. Ich glaube, das ist worth. Weil Holz und Gold... Schau dir mal an. Da will sich jemand anschließen. Dann hätte er sogar Truppen. Hier liegt so viel gutes Stuff rum. So, Stadtportal. Das ist schon mal wichtig. Geil. Jetzt könntest du rein... Was? Du hast noch nicht Stadtportal gelernt? Oh, shit. Oh, shit. Das ist ein riesiges Problem dann. Besonders da jetzt der rote Gegner hier rumschippert. Ein mordsmäßiges Problem ist das. Oh,
no. Ah, ich muss runter zu denen. Ich brauche Truppen. Aber dann komme ich nicht mehr davon. Dann muss... Wie jetzt? Ach, dann musst du runter und die abholen. Wie machen wir das dann? Ich brauche da ein zweites Schiff. Nee, rein theoretisch, du müsstest dann zurück. Okay, neue Info. Stufe 13, Kuli. Das ist machbar, wenn das dein stärkster Held ist. Sollte machbar sein. Okay, Stein, das kriegen wir bald. Den Goldertrag, ja, das ist interessant. Ja, Stein fehlt noch. Das ist ja... Oh, wo kommt... Was? Hier? Wie? Wie zum Teufel. Der ist da aus dem Sprudel einfach rausgekommen. Okay. Ja gut, gegen die Stadt kann er nichts ausrichten. Gehe ich mal davon aus. Wenn ich die ganzen Truppen hole, dann sollte es stark genug sein. Ich könnte mir einen Helden da gönnen. Wenn ich mir einen Helden gönne, am besten einen, der Ökonomie oder sowas kann. Der hätte... Das ist fast... Das ist besser als Ökonomie sogar. Aber schauen wir trotzdem mal schnell durch. Ökonomie? Nein. Ökonomie? Warum sind hier keine Ökonomie-Helden? Was ist denn das mit den ganzen Haven-Einheiten? Na, du hättest Ökonomie. Orna! Dich kennen wir doch. Oder du? Bist sogar die richtige Fraktion. Na gut. Leider ein Machtheld. Aber 350 Gold pro Tag. Das würde bedeuten, nach 10, 12 Tagen wäre sie auf jeden Fall schon worth. Ich sollte ihn nicht vertreiben. Ich habe Angst um ihn. Okay. Auf einer der unzähligen kleinen Inseln des Archipels trafen die Elfen auf eine kleine Gruppe schiffbrüchiger Schaldan, Überlebende von Wislots Mannschaft. Als sie in ihm den Sohn ihres Kapitäns erkannten, unterstellten sie sich sofort seinem Kommando. Zwar war Wislot froh, wieder mit Angehörigen seines eigenen Volkes vereint zu sein, doch erinnerte es ihn auch an die Bestimmung, die auf ihn wartete. Weder er noch die Überlebenden kannten das endgültige Schicksal des Baumschiffes. Vielleicht brauchte ihn sein Volk. Er hatte versprochen, Danan und ihrem Volk zu helfen, zur Drachennebelinsel zu gelangen. Doch wenn er sein Wort hielt, verriet er dann nicht seine eigene Familie? Solche Gedanken quälten ihn für den Rest der Fahrt. Tja, das weiß ich leider nicht. Vielleicht kommen wir... da könnte ich vielleicht durchkommen. Aber jetzt bin ich neugierig. Jetzt möchte ich schnell mal hier schauen, was es hier gibt. Ja. Nicht so viel, wie es scheint. Das Erz... Will sich hier einer anschließen? Nur dann gehe ich auf die Insel. Was? Groß? Groß ist sogar machbar. Würde ich fast behaupten. Okay, versuche ich mein Glück und gehe da außen rum, weil ich habe Angst. Okay, Schiff haut ab. Schiff jagen. Schiff jagen ist das Ziel. Wir müssen... Ich habe mit den anderen Schaldern gesprochen. Ihr habt uns ein paar Dinge vorenthalten, Wislot. Demnach seid ihr eine Art Prinz. Ich bin der Sohn eines Kapitäns, obwohl mir das kaum einen Platz am Tisch eines Königs einbrächte. Euer Vater heißt wirklich Osrad Ilraen? Ich fürchte ja. Er hat diesen Namen sogar selbst gewählt. Große Harmonie. Welch ein unglaublich hochtrabender Name. Ich würde sagen, er steht ihm gut.
Mein Elfisch ist eingerostet. Warum ist der Name lustig? Monlin. Was? So heißt die elfische Sprache. Monlin, nicht Elfisch. Aha, Monlin. Was bedeutet also Osrad Ilraen? Drachenauge Mondklinge. Ah, ich verstehe. Das klingt tatsächlich etwas schwülstig. Augenblick mal. Ihr sprecht Monlin, Kente? Wie wunderbar. Orks sind voller Überraschung. Voller Überraschung. Und das war mal unterhaltsam. Ja, hier gibt es zwar Ressourcen, aber ich habe Angst um den Helden. Ich will eigentlich so schnell wie möglich ihn in Sicherheit bringen können. Deswegen versuche ich mein Glück hier rum. Und das sieht gut aus, ja. Was mich besorgt. Oh, Diener. Was? Du heißt Diener? Seltsame Teammenschen, euer Diener. Was mich beunruhigt, sind diese Gegner, die jetzt hier sind. Du bist trivial. Dich kann ich fertig machen. Sehr gut. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.